Bei Dragon Age Origins. Ja, ich muss mir noch was dafür überlegen, was ich danach sag. Wie ihr merkt, habe ich jetzt auch hier die lustige neue Begrüßung eingeführt. Wo muss ich überhaupt hin? Das ist schon wieder so lange her. Ich sollte nicht immer so viele Aufnahmepausen machen, Mann. Wir haben letztes Mal den Geist freigeschaltet, das weiß ich noch. Wollte ich hier lang? Ich weiß es nicht, ich gehe hier einfach mal lang. Hallo, ich bin ein Geist. Kann ich hier raus aus der Scheißform? Dankeschön. Oh, es wird gespeichert. Ist hier ein Bossgegner? Und bam. Okay. Offensichtlich ist hier eine Art Bossgegner. Und zack. Naja, der ist doch kein Bossgegner, der ist Lulatsch. Keine Ahnung, was der ist. Richtig schlecht auf jeden Fall. So, den kleinen Pimpel. Ich wollte jetzt gerade Pullermann sagen. Ja, aber das ist was anderes. Den haben wir auch kaputt gemacht. Feuer. Hallo. Juckt mich herzlich wenig, dass hier sowas ist. Was ist hier? Ist hier ein Mauseloch? Ah, hier ist ein Mauseloch. Cool, guck mal. Das sollte kein, ich hab doch die Maus angewählt. Ah, Mann. Geh da rein. War ich hier schon mal? Weil hier Leichen liegen. Das ist schon mal ein Indiz, dass ich hier war. Ich glaube, tatsächlich, wir müssen hier raus. Oder? Kann das sein? Oder was ist das denn hier? Kann ich das vielleicht nur als Geist anwenden? Habe ich gar nicht gesehen. Ah, guck mal. Ich muss mal ganz kurz hier auf die Karte gucken. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, wow, bringt mir viel. Hier einfach mal hier rein, Portal im Nichts. Das habe ich hier abgeschlossen. Nee. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Da würde dann ja so ein Zeichen sein. So, jetzt nochmal ganz kurz auf der Karte gucken. Muss ich vielleicht hier lang? Ist diese... Ja, es könnte sein, dass ich hier lang muss. Oh ja, das sieht danach aus. Ah, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Scheißdreck. Aber in Ordnung. Ja. Mach den Hula kaputt. Dankeschön. Kann sein, dass sie sich alle gerade gegenseitig blocken oder ich einfach so tanky bin und die Gegner so schlecht, weil ich auf ultraleicht gestellt habe und es endlich mal ultraleicht ist. Oh Gott. Ja, das, ich wollte heute eigentlich kein Gangbang mehr machen. Meine Güte, sind das hier wieder viele. Alter, was ist denn hier los? Ich darf halt nicht mal den angreifen, den ich ausgewählt hatte. Und ein weiterer ist davon gekommen. Und noch einer ist weg. Jetzt habe ich hier drei Heilschläge tatsächlich. Heilumschläge tatsächlich verwendet. Für wahrscheinlich sogar noch einen vierten, oder? Ah, ich spare mir den mal kurz auf. Den Heilumschlag. Sind hier nur noch drei Gegner. Zwei. Ja, okay, gut. Drei Heilumschläge bei der Menge an Gegnern. Ich glaube auch das hier, weil man hier alleine ist, ist es halt viel einfacher. Also die Gegner hier sind einfach nur schlecht. Da hinten steht noch ein Gegner, deswegen heile ich mich hier kurz.
Heilt er sich endlich? Ja, tut er, nice. Wir treffen auf dunkle Brut. Vorsicht vor ihrem Blut. Ja. Sind wir Wächter nicht immun gegen das Blut? So, und riechen wir das nicht sogar? Und wieder den Kopf abgehackt. So. Massive Tür. Speichern komme ich wahrscheinlich nur als Golem durch. Da. Wird gespeichert. Ah, hier ist doch der Utkil der Zaramalma. Ah. Nett, ihre Bekanntschaft zu machen, Kollege. Zack. Der beschwört gar keine kleinen Viecher. Wie doof ist der denn? Hallo? Ja, Pech, wenn man so doof ist wie der. Quest aktualisiert. Dinnerim. Okay. Na. In Träumen verloren. Zack, muss nur noch ein paar. Ich habe schon viel abgeschlossen, nur noch eins. 2, 3, 4 Ziele machen. Und das ist unter anderem hier meine Bros befreien. Also zweimal noch so ein Bossgegner machen und dann noch zweimal hier Kollegen befreien. Jetzt gehen wir hier hin, den Bossgegner machen. Jetzt haben wir hier alles endlich freigeschaltet. Ach, das war das hier, ne? Ich erinnere mich, wo ich nicht weiterkam, weil ich nicht wusste, wie es hier lang geht. Wahrscheinlich als Geist hier irgendwo eine Tür versteckt. Die ich nur nicht sehe. Bis jetzt scheint das nicht so zu sein. Was ist denn hier? Wo ging's denn dahin? Ach so, okay, aha. Nee. Das ist Mist, ist das? Hier ist noch eine... Als ob. Wenn die hier schon immer war, diese Kacktür, ne? Und ich die bloß nie gesehen habe. Also, ich wollte schon sagen. Ja, was ist denn das? Wie komme ich denn hier weg? Entschuldigung. Da hinten ist noch ein Mauseloch. Ich sollte vielleicht nicht hier als Geist rumlaufen, das dauert übel lang. Als ob, wenn ich jetzt hier durch das Mauseloch wegkomme, weil ich das nicht gesehen habe. Ja, vielen Dank für die Blumen, würde ich mal behaupten. Nett, dass man mir das jetzt sagt. Toll. Wow, nun gut, haben wir wenigstens den Geist freigeschaltet. Wow, echt top, dass ich da dieses scheiß Mauseloch nicht gesehen habe. Was ist er denn für ein Krüppelviech? Ich hab so Hunger. Hier, friss meine Klinge, du Bastard. Ein Level up für den guten Chewie-Films. Das machen wir mal so. Weiter. Stehlen. So, warte, ich skill das einfach mal. Vielleicht können wir dann auch irgendwann auf die Dingens gehen hier.
hier ein bisschen was Passives, da, damit ich nicht so überfordert bin mit dem Klicken. Vielleicht können wir dann auch mal irgendwann darauf zugehen, dass wir die Dingens... machen. Sondern dieser Zephyrin oder wie heißt diese Kisten, meine Güte, tut mir leid. Weiß jetzt auch nicht gerade, was das war hier mit dem übelsten Brainlag einfach. Nee, also dass wir auch mal diese Kisten da knacken können, weil Zephyrin ja da offensichtlich nicht ganz so der Broken Boy ist. Und stehlen scheint halt das vernünftigste Talent. Wahrscheinlich muss man das irgendwann voll geskillt haben, um das, was weiß ich, zu machen. Ach, okay. Und jetzt mal die Tür aufmachen. Dankeschön. Hier bin ich schon gerade reingegangen. Von hier kam ich. Oh nein, jetzt wieder hier so ein Rätsel. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Weg hier mit. Zack. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Wahrscheinlich muss ich hier hin, ne? Sieht nämlich nach Tür aus, wo es weitergehen könnte. Ja, sieht's auch. Oh, was? Was macht er denn für ein Damage auf die Viecher hier? Wir sind 2-Hit bei dem Geist. Ja, lol. Okay, das wusste ich auch nicht, dass der so strong ist. Speichere mal lieber kurz zwischen, bevor ich noch blindlings irgendwo reinrenne und dann komischerweise verrecke. Zack. Darf ich mal hier bitte? Dankeschön. Oh, was macht er denn? Das finde ich jetzt nicht so nett. Achso, ich habe hier sogar noch ein neues Talent freigeschaltet. Lustig. Okay, was macht das hier? Ach so, okay. Schade, dass man den nicht irgendwie zum Schluss machen kann oder so. Ich hoffe jetzt, dass das hier richtig ist. Ja, wir wurden tatsächlich nicht zurückgeportet. Oh, ich sollte mich hier vielleicht in einen Feuermenschen verwandeln. Dann macht mir natürlich nicht allzu viel aus. Hallo. Na gut, ich tue heute die auch. Also, das ist nicht das Problem. Ich dachte nur, warum der Geist so viel Schaden macht, weil er halt mit seinen normalen Händen angreift. Oh, hallo. Okay, der ist kaputt. Der schlurfende Tote. Ja, ich meine, wenn man keine Lippen mehr hat, kann man auch nur noch schlurfen, ne? Vielleicht ist auch hier der nicht vorhandene Magen, der das ganze Wasser in sich reinzieht, die vertrockneten Knochen oder was. Okay, gut, wird gespeichert, stand da gerade. Habe ich nicht selbst gemacht. Deswegen warte ich mal kurz, bis die AP vollgerackt ist. Fangt mich, wenn ihr könnt. Was ist er denn für ein? Ist das wieder die alte Dämonenbraut hier? Ist das Spiel nicht beendet? Sterbliches Wesen. Nee, die andere war viel netter. Auch wenn die hier so ähnlich aussieht. Auch wieder so eine Striptease-Braut, ne? Hier mit diesen coolen, krassen Tangas. Coolen, krassen Tangas, ne?
Jetzt ist das Spiel aber... Oh, was macht sie denn für eine Bewegung, Mann? Schade, dass ich da keinen Zoom drauf hatte. Permanent einen auf Klugheit. Das ist cool eigentlich, dass man hier so Pluspunkte kriegt. Habe ich jetzt hier abgeschlossen? Sollte doch eigentlich, oder? Ja, hervorragend. Dann gehen wir in einen Albtraum. Morrigan. Flemeth. Sehen wir die alte Schachtel auch mal. Hinfort. Hinfort mit dir. Ich nehme deine Belästigung nicht länger hin. Ich bin deine Mutter. Liebst du mich denn nicht? Du bist genauso wenig meine Mutter, wie dieser Finger hier die Königin von Ferelden ist. Ich kenne dich, Geist des Nichts. Mich täuscht du nicht. Willst du etwa klüger sein als deine eigene geliebte Mutter? So viel Stolz muss bestraft werden. Da! Das ist für deinen Mangel an Respekt! Das trifft es schon eher, aber nun ist es zu spät, Geist. Endlich seid ihr da. Kommt und befreit mich von diesem lästigen Geist. Ich habe seine Beharrlichkeit satt. Ja, in Ordnung. Ich komme. Gut, erschlagt ihn. Dann können wir weiter. Schau mal, Morrigan, ne, die andere hier von... Wie hieß sie noch da? Diese komische Magierin. Das sind Leute hier, die kann ich nicht einfach zurücklassen. Und Morrigan erkennt es. Es ist höchste Zeit. Das war ausgesprochen... Wartet. Was ist das? Nein, nicht das schon wieder. Ich weigere mich. Ja, die andere, die war so, nein, das sind Leute, die ich kenne und die müssen gerettet werden. Morrigan sagt, ja, hau die einfach um, Kollege. Die ist mir echt sympathisch langsam. So, nur noch zwei Dinger. Ich mache jetzt erstmal hier den Alistair noch. Hallo, Alistair. Ah, der Familienvater. Hey, schön euch wiederzusehen. Ich habe gerade an euch gedacht. Ist das nicht ein großartiger Zufall? Das ist meine Schwester, Gul'dana. Das sind ihre Kinder. Und irgendwo laufen noch mehr herum. Endlich sind wir eine glückliche, große Familie. Geht weg von ihnen, Alistair. Das ist eine Täuschung. Wovon sprecht ihr überhaupt? Nun, Alistair, bleibt dein Freund zum Abendessen? Sagt doch ja. Gul'dana kocht vorzüglich. Vielleicht macht sie uns ihre Fruchttörtchen. Wäre das wohl möglich? Natürlich, werter Bruder. Für dich immer. Wir müssen euch von ihr befreien, bevor es noch schlimmer wird. Ihr benehmt euch wirklich seltsam. Denkt daran, wie ihr hergekommen seid. Denkt gut nach. Mir ist jetzt nicht nach Nachdenken. Ich war darin ohnehin nie besonders gut. Euer seltsames Verhalten rührt bestimmt von Hunger her. Kommt und esst etwas Kuchen, dann geht's euch gleich besser. Manchmal verstehe ich euch einfach nicht. Ich werde hier sein, wenn ihr mich mal besuchen wollt. Ach, lol. Wollt ihr nicht zum Abendessen bleiben? Warum kämpfen wir nicht einfach und bringen es hinter uns? So leicht beseitigt man mich nicht, grauer Wächter. Ah, hervorragend. Sie glaubt allen Ernstes, dass sie mir mit der Faust Schaden macht. Was ist das denn für eine Dämonin? Statt hier irgendwelche coolen Zaubersprüche zu wirken oder sowas? Nö, ich schlag dich einfach mit der Faust. Du hast eine Rüstung. Ja. Nicht mal die Bögen meiner Skelette oder die Schwerte machen dir wirklich Schaden, aber meine Faust mit Sicherheit ist natürlich intelligent. Zack. Wunderbar. Gul'dana? Ich kann es nicht glauben. Warum habe ich das nicht früher gesehen? Der Dämon hat irgendwas mit eurem Kopf angestellt. Ja, erzählt bitte niemandem, wie leicht ich zu täuschen war. Gehen wir jetzt? Moment, wo geht ihr denn hin? Was geschieht mit mir? Hey! So, Alistair hätten wir auch befreit, hoffentlich. Es kann ja auch sein, dass wir die jetzt zum Teufel geopfert haben. So, der letzte. Haben wir richtig was geschafft in einem Part? Hallöchen, Kollege.
Nihal. Ja, wo musste ich denn jetzt hier hin? Hier unten war meine ich noch irgendwo eine Geistertür. Portal ins Nichts. Hier haben wir die erste Gestalt freigeschaltet. Okay. Hier, genau. Nee. Da, das ist die, meine ich. Wo wir rein müssen. Zumindest sind hier Enemies. Ihre Lichtgeist. Wie ihr wünscht. Zack. Und zack. Tschüss, ihr Licht. Beuge dich deinem Schicksal. Ja. Ich warte hier nochmal ganz kurz, weil ich nicht weiß, was hier passiert. Okay, gut, ein bisschen vollgerackt bin ich wieder. Essenz der Geschicklichkeit. Plus 1 auf Geschicklichkeit. Dauerhaft, permanent, okay. Nettes Bötchen haben wir hier, können aber damit nicht wirklich viel anstellen. Die kann ich wahrscheinlich nicht nochmal aktivieren, wäre lustig, ne? Geht aber leider nicht. Okay. Werte Geistform. So. Der ist echt langsam, dann laufe ich lieber hier in der normalen Gestalt. Tut mir leid. Aber der ist ja einfach nur grottenlangsamer. Grottenlangsamer, auf jeden Fall. Er ist einfach langsam, so. Hallo, Kollege. War wahrscheinlich doch die Geistertür. Ich habe mich geirrt, ne? Tut mir leid. Fühle ich nicht belästigt. Ah! Zack. Bam, bam, bam. Zack. Zack. Ja, ich werde dir gehören. Ich verstehe schon. Wieder so eine Bubi-Braut hier, ne? Der Nächste. Kann man manchmal nur als Geist verwenden hier? Ja, hervorragend. Aber wie schon gesagt, der Geist ist einfach ultra lahm. Unheimliches Bauwerk. Die schwarze Stadt? Ach, guck mal, da unten. Ah. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Codex. Heruntergeladbare Inhalte. Hexenjagd, aha. Blutdrachenplattenrüstung. Habe ich alle nicht, wie ihr merkt. Habe ich alle nicht. Wo ist denn der Codex? Einen Moment. Das muss doch hier sein, oder? Da ist der Codex. Kultur und Geschichte. Wow, hier gibt's echt viel, was man... das ist ja voll krass, was man hier alles hat. Magie und Religion... Die schwarze Stadt. Okay, gut. Naja, ich dachte, das wäre irgendwas Cooles. Deswegen wollte ich mir das, weil das so cool klang. Aber, ja. Vielleicht lese ich die am Ende des Let's Plays mal vor. Dann mache ich irgendwie so einen 3-Stunden-Part, wo ich hier alles vorlese. Hallo! Was habt ihr getan? Ich habe etwas gespürt, als würde sich der Boden verändern. Abgesehen davon, dass es vermutlich nicht der Boden war. Ich habe einen der Dämonen auf den Inseln getötet. Wirklich? Ihr habt es geschafft, zu ihm zu gelangen? Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Der Tod dieses Dämons muss etwas geöffnet haben. Vielleicht fügt sich jetzt alles zusammen. Ja.
Tschüss, Kollege, das reicht. Und wir haben das Allerheiligste, heißt das, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, freigeschaltet. So, da steht Dämon der Trägheit. Den geben wir jetzt kurz auf die Schnauze und sind hier hoffentlich draußen. Hallo. Was haben wir denn hier? Einen aufsässigen Lakai? Einen entflohenen Sklaven? Na sowas. Ganz schön frech. Genug gespielt. Ihr müsst jetzt alle wieder zurück. Oh, hier bin ich. Und da seid ihr. Ihr wart einfach verschwunden. Na, wie auch immer. Durch euer Spiel mit meinem Geist habt ihr euch einen gefährlichen Feind gemacht, Dämon. Ihr haltet uns nicht, Dämon. Wir haben einander hier gefunden und dagegen könnt ihr nicht bestehen. Wenn ihr friedlich zurückgeht, mache ich es besser. Und ihr werdet viel glücklicher sein. Ich schaffe mir mein Glück selbst. Vielen Dank. Müsst ihr immer nur an euch selbst denken? Das verletzt mich. Sehr sogar. Tut mir leid, aber ich würde euch und damit das Böse lieber sofort besiegen. Ihr wollt mich bekämpfen? So sei es. Ihr werdet euch meiner Überlegenheit beugen, Sterblicher. Jetzt wieder Gruppe, jetzt wird's wahrscheinlich ziemlich hart, der Kampf hier. Ist auch ein orangener Boss. Hört aber wieder keine kleinen Viecher. Das verschwendet, verschwendete, Schwierigkeit, ja, doch. Also wenn die Entwickler mich wirklich abfacken wollen würden, hätten die, da noch einen dicken Dings eingefügt. Einen dicken Bosskampf mit kleinen Viechern, die man noch vorher besiegen müsste. So wie in Orsama, diese ganz vielen kleinen Zwischendinger da. Die heilt halt einfach hier, die heilt die ganze Zeit rein, Mann. Das ist ein richtiger Heilbot, diese Braut hier. Die macht nichts außer heilen. Die hat das auch auf 2 gelegt. Kann denn hier alles selber machen hier? Leg doch mal hier dein Ding los. Alles, der kann auch schon stehlen. Stehlen ist im Kampf nicht möglich. Schade. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Vielleicht hat er irgendwelche Debuffs ausgesprochen, der Boy. So, der ist doch jetzt hier endlich mal weg, oder? Morgan, du musst mal ein bisschen mehr reinhauen da. Dankeschön. Och, und jetzt die... Seine letzte finale Form. Er zeigt uns die 100%. Ja, gut. Und alles hat entlastet. Ihr habt den Dämon besiegt. Ich hätte nie gedacht, hätte nie erwartet, dass ihr euch befreien könnt. Uns beide sogar. Wenn ihr zurück seid, nehmt die Litanei von Adrala von meiner Leiche. Sie wird euch vor der schlimmsten Blutmagie beschützen. Eurer Leiche? Ich kann nicht mit euch gehen. Ich bin schon zu lange hier. Für euch war es wie ein Mittagsschlaf. Euer Körper ist in der realen Welt nicht verfallen, während euer Geist in den Klauen eines Dämons war. Ach so, Ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Jede Minute meines Hierseins hat der Dämon der Trägheit mein Leben abgesaugt, um damit den Albtraum dieses Reichs aufrechtzuerhalten. Es ist kaum noch etwas übrig. Ich war nie dazu bestimmt, den Zirkel zu retten. Oder das alles auch nur zu überleben. Ich sterbe. So einfach ist das.
Also. Ich sterbe. Nee, ihr sterbt nicht. Ich kann euch heilen. Danke. Aber für mich ist es zu spät. Ich fürchte nicht, was kommt. Es heißt, im Tod kehren wir zum Erbauer zurück. Und das ist ja nicht wirklich schlimm. Ich bedauere nur, dass ich den Zirkel nicht retten konnte. Aber ihr? Ihr könnt es. Nehmt die Litanei von meiner Leiche, wenn ihr zurückkehrt. Es ist wichtig. Na gut, das werde ich. Ich bin kein Held. Es war dumm, einer sein zu wollen. Ja, ich sollte jetzt aber auch schnell gehen. Wir müssen uns jetzt beide auf den Weg machen. Vergesst die Litanei von Adrala nicht. Nun zählt nur noch der Zirkel. Danke und lebt wohl. In Freundschaft. Tschüss. Jo, gut. Endlich raus aus diesem beschissenen Kackreich da. Manometer. Wurde auch Zeit. Blöder Saftsack, Mann. Ist das hier der Nillas Leiche? In der Nähe von Adrala. Da kann ich ranzoomen? Nee. Also ich würde mal sagen, so frisch sieht der jetzt zwar nicht mehr aus, aber bisschen verwundet vielleicht. Kann man doch machen. Locker easy. So, erstmal aufsteigen für Alistair. Da hau ich jetzt auch erstmal alles in Stärke rein, dass der ein bisschen stärker wird, der Boy. Stehlen habe ich bei dem sogar schon geskillt. Oh ja, was mache ich denn? Überleben, komm. Ich weiß noch nicht, was ich hier skillen soll. Passiv nehme ich hier. Hauptsache, dass ich nicht so viel klicken muss. Magie, wertet Fräulein. Was macht die? Meisterhafte Kräuterkunde. Formwandlung Meister. Spielen. So. Gut. Leichnam eines Soldaten. Hervorragend. Was hier noch drin? Private Dokumente werden direkt rausgenommen. Finde ich immer höchst interessant, sowas. Schwache Verletzungsausrüstung. Ah, Kapuze. Ich wollte noch was. Erstmal wollte ich sowieso ins Inventar. Und zwar ins Kapuze. Kann vielleicht die Morrigan sich auf den Hut, auf den Kopf hauen. Ausrüsten. Oh Mann, warum sehen die denn alle so hässlich aus? Dann lassen wir das jetzt erstmal so. Das ist halt einfach echt nicht schön. So, was? Und dann kriegt die Alte hier einfach noch. Die kriegt die Schülerkapuze. Ui, ist das top. Ach du lieber Himmel, sieht das hässlich aus. Der hier noch was Besseres? Wahrscheinlich nicht, ne? Alles schlechter hier, ja, alles schlechter. Rüstung der Legion? Die ist sogar besser. Aha. Ausrüsten. Handschuhe der Legion sind auch besser. Endlich kann ich die mal ausrüsten hier. Habe ich ja auch nicht schon 100 Jahre drauf gewartet. Was habe ich hier? Helm der Legion. Handschuhe der Legion. Rüstung der Legion. Stiefel der Legion. Leider nicht Schild der Legion. Aber hey, ich habe eine komplette Legion-Rüstung. Hier erstmal ins Licht stellen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Positive Wertung, Kommentar nicht vergessen. Und ja, tschüss.